Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, für euch ist jetzt wahrscheinlich gerade nachmittags um 3. Für mich ist es gerade nachts um 3. Ich habe gerade noch eine kleine Vorbereitung auf meine Bachelorarbeit an einen Professor geschickt und dachte mir, jo, jetzt noch ein bisschen Gehirnjogging und dann ins Bett. So, hier wollen wir hin. Na, so, haut das hin? Ja, passt auch. So, ja, so viel dazu, dass ich gerade also schon mal nicht drüber nachgedacht habe, das gleich richtig zu schieben. Das fängt ja gut an. Fragewort könnte wer wie was sein. Sämtliche sind natürlich alle. Und das heißt, hier kommt wahrscheinlich wer rein. Oder wen hätte es auch sein können. Ein Jungrind ist natürlich ein Kalb. Ja. So. Apropos Gehirnjogging ist sehr, sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man, weiß ich nicht, so seinen Moment, wenn man sein Gedächtnis trainieren möchte. Das werde ich heute am Nachmittag tatsächlich dann auch machen. Also, nachdem ihr die letzte Folge freigeschaltet bekommen haben werdet. Also, wenn ihr diese Folge seht, werdet ihr schon wissen, wie es ausgegangen sein könnte. Oder falls ihr das gesehen habt. Und zwar gibt es da sowas Tolles. Es gibt. Moment. Norddeutsch Seil, das hatten wir schon mal. Jedenfalls, es gibt da sowas Schönes. Das nennt sich Pokémon Smaragd Loading Zone Randomizer. Da werden alle Teleporter im Spiel, beziehungsweise alle Teleports zwischen irgendwelchen Türen, Eingängen, Ausgängen werden einfach mal so gemischt und das macht tatsächlich sehr viel Spaß, da rauszufinden, was wohin führt. So, jetzt mache ich hier mal weiter. Wenn ich währenddessen über andere Sachen spreche, dann klappt das definitiv nicht so gut. Als wenn ich nicht spreche oder als wenn ich mich genau drauf konzentriere. Aber. Japanischer Kaisertitel ist dann wohl wieder der Tenno. Ja. Kälteprodukt. Eis. Natürlich, natürlich. Fummeln. Piepen. Piepen. Ein Piepen. Ja, Pieps oder was? Das wäre jetzt auch ein bisschen komisch. So, das Dossier ist außerdem die Akte, von daher passt das ja sowieso nicht. Universum. Ich hätte jetzt All gedacht, aber nö, 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 nö. Diebischer Vogel ist natürlich das Programm, womit man seine elektronische Steuererklärung ans Finanzamt einreichen kann. Elster. Die haben das bestimmt mit Absicht so genannt, das kann ich mir gut vorstellen. Piepen. Tinnitus ist es auch nicht. Ach so, die wollen Bares. Die wollen die Kohle. Die wollen hier Pinke Pinke. Und so. Universum ist dann wohl die Welt. Trinkgefäß ist die Tasse. Staat im Nahen Osten. Haben wir gleich. Gefängnis, Abkürzung. GEF. Vielleicht Muskelkraft ist auch. Ach so, das Gefängnis, ja, natürlich, das ist die JVA. Die JVA. Stärke natürlich. Strikte Absage, nee. Echt jetzt? Weil Jemen kommt hier rein? Nö. Nie. Ist ganz strikt auf jeden Fall, stimmt. Schrulle. Merkel. Nein, Quatsch. Kfz-Zeichen Sonneberg. SOB. Speisender ist ein Esser. Elan haben wir immer noch nicht, aber wir haben hier den Step. So. Englisch. Was? Englische Summe. Ich habe erst Summer gelesen. Das wäre ja komisch gewesen. Minderheit in China.
Können wir so nicht sagen, sonst dürfen wir noch weniger in China einreisen als jetzt schon mit Taipeh, welches wir mal eingetragen haben. Beurteilung ist natürlich wieder die Note. Machen wir erstmal das. Starke Feuchtigkeit, Nässe. Näse. Nässe, verdammt nochmal. Die Türe ist die Pforte. Schmuckstück. Urleder. Was? Nein. Reliefstein. Nee, weiß ich noch nicht. Wasserrückstand. Pfütze. Nass wird es ja nicht sein. Nee, ist es auch nicht. Der Schaumwein ist nämlich der Sekt. Athene ist die Göttin. Die griechische. Gallatmasse ist natürlich Gel. Wasserrückstand ist Kalk. Oh Gott, das ist eine gute Frage. Reliefstein. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen würde ich mal noch ein paar weitere Sachen. Die Schrulle ist die Marotte. Das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist gerade, als ich schon mal hier war. So, Sonneberg ist auf jeden Fall SON, denn hier haben wir die Knete. Ja. Elan ist. Nee, was war denn das nochmal? Rem, Reet, Ren. Oh, ich hab das. Rel, Res, Reet. Ref. Ich weiß echt nicht mehr, welcher Buchstabe da reinkam. Reb? Reb war's. Das Reb. Ah, der Elan ist Pep. Uhrkette? Komisches Ding. Okay. Reliefstein. She, she, Englisch für sie, she, ist eine Minderheit in China. Und Kameh ist der Reliefstein. Ich habe so keine Ahnung, was das ist. Gucken wir mal. Was ist Kameh? Ja, das so sieht wohl ein Kameh aus. Nicht zu verwechseln mit Kamel. Ja. So, Fummeln ist, weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber wahrscheinlich etwas mit dem hier. Fuchteln? Klappt nicht. Altes Pferd. Eine alte Chimäre. Nein. Beschädigung. Ah, das Doofe ist jetzt, ich habe gar nicht mehr so viel. Also Zetteln kann ich mir nicht vorstellen. Pferdzetteln kenne ich. Altes Pferd. Ein altes Pferd. Eine Fähre. Nein. Eine Nährmutter ist die Amme. Ach so, ich habe erst Nährmittel oder so. Eine Möhre? Ist das jetzt. Das wäre auch ein bisschen komisch, also als Möhre. Ah. Mähre. Mähre ist es. Ja, also ich kenne Leute, die ihr Auto tatsächlich als Möhre bezeichnen. Weil es nicht mehr so gut ist, nicht mehr so schnell fährt, vielleicht nie schnell gefahren ist. Eine olle Möhre ist halt, ja, kann alles Mögliche sein, glaube ich, fast. Beschädigung. Läh. Läter ist es nicht. Läser.
Läsur, natürlich, die Läsur. Ah, natürlich. Fummeln ist. Ich glaube nicht, dass es Nesteln ist. Ich glaube nicht, dass es Resteln ist. Testeln? Nee. Besteln? Nee, Besteln ist es auch nicht, oder? Westeln? Lästeln? Kästeln? Hier würde fast jeder Buchstabe erstmal Nesteln, doch Nesteln. Okay, wenn das ein anderes Wort für Fummeln ist, dann werde ich mal das so hinnehmen und werde das jetzt öfter mal benutzen. Dann werde ich mit meinem Kreuzworträtselwissen anderen Leuten imponieren, indem ich statt rumfummeln nur noch rumnesteln sage. Hey, wollen wir eine Runde nesteln? Oh, Moment. Ich glaube, das ist damit gemeint. Ich glaube, die Art von Fummeln ist da gemeint. Ich glaube nicht sowas wie hier irgendwie kleinlich an irgendetwas mit den Fingern dran rumspielen. Das klingt auch falsch. Ihr wisst, was ich meine. Also Fummeln in dem Sinne, wie es dort ist, ist, glaube ich, also ich frage mich wirklich gerade, ob Nesteln gegebenenfalls einen eher erotischen Hintergrund hat. So, was haben wir denn hier? Okay, den ersten Buchstaben haben wir. Vorübergehender. Ein vorübergehender. Ja, verstanden. Hab verstanden, was das ist. Gut. Auch wenn ich den Buchstaben eh schon raus hatte. Okay, dann ist das dritte brauche ich nicht. Das kann ich überspringen. Gucken wir mal. Okay, hier könnten zwei Sachen reinkommen. Gucken wir mal. Das Doofe ist, das bringt mir nichts, das Vergnügen hier rauszukriegen, außer natürlich für die sieben. Das ist immer gut, die zu haben schon mal. Also hier könnte ein O oder ein A reinkommen. Musikausdruck für bebend. Das hilft mir nicht weiter. Also Absage. Schlagbecken. Schlagbecken, das hatten wir doch schon mal gestern. Gestern hatten wir das Schlagbecken. Was war das Schlagbecken? Das war der Gong. Okay, dann weiß ich, was es, dass hier ein A reinkommt. So. Dann. Umgangssprachlich nein, nö oder nee. Jetzt. Untergehen ist irgendwas mit N am Ende, das weiß ich. Reiseweg ist. Mir erstmal egal, Stromspeicher. Ja, okay, also das ist vermutlich das, ja, doch, hier kommt ein E rein. Okay, dann brauche ich jetzt die 6. Alt für Groll. Was heißt alt für Groll? Groll ist doch schon alt. Frauenname wird wahrscheinlich schwierig sein, das rauszufinden. Was ist denn die 8? Hülsenfrüchte sind natürlich wieder die Dinger. Okay, ich glaube, wenn die 6 ein R ist. Ja, ist es. Ist es. Dann ist das Wort, was wir gesucht haben, Schärpe. Unser Lösungswort ist Schärpe. Und das beweise ich, indem ich jetzt mal jeden Buchstaben mit irgendeinem Wort ausfindig mache. So, da haben wir hier Face. Weil hier ein C reinkam, wusste ich, dass ich das hier nicht brauche, weil danach üblicherweise ein H kommt. So, Nachkomme ist dann der Sohn. Sehen wir, wir haben ein H. Trigonometrische Funktion ist der Tangens. So, und dann kommt als nächstes in der Nummer 5
also für die Nummer 5 ein E, nee, damit da ein E hinkommt. So, der Groll wird auch als Ingrim bezeichnet. Richtig tüchtig hier von mir, richtig tüchtig. Das Vergnügen ist natürlich der Spaß. Und jetzt brauchen wir nur noch die 8 mit dem E. Fuck, ich habe hier schon wieder an Bären gedacht. Und Verzeihung, verzeiht mein Englisch. Machen wir erstmal AD. Vorsilbe unter. Gut. Also ich meine, ob es jetzt Bären oder Erbsen sind, macht ja jetzt keinen Unterschied. Auf jeden Fall ist die Schärpe richtig. Eine Schärpe ist etwas, was man so irgendwie so vor der Brust um den Kopf rum trägt. So unter den Arm lang. Das ist jedenfalls irgendwie sowas in der Art. Wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr RPGs gespielt habt. Vorübergehen, da ist natürlich der Passant. Das ist jemand, der weiß ich nicht, mal kurz da ist und dann wieder weg. Also zeitlich gesehen. Der verschwindet dann einfach ins Nichts. Der Vorübergehende. So. Federvieh ist na dann wohl die Untitled Goose. So. Das ist natürlich die GmbH. Der Frauenname. Landspitze. Das ist ein Kap. Borke. Ist auch die Rinde. Ja, also jetzt habe ich nur zwei Buchstaben und ich gehe mal davon aus, die meinen Milena. Ich überlege gerade, ob es noch irgendeinen anderen Namen gegeben hätte, der da reingepasst hätte. Vilena. Nee. Vileda. Klappt aber nicht wegen dem N. Absage ist nein. Außerdem ist der sprechende Vogel der Beo. Den hatten wir jetzt auch schon mal öfter. Bebend ist Vibrato. Benutze ich tatsächlich bei Musik auch ab und zu mal. Bei der, die im Hintergrund läuft, jetzt gerade in diesem Moment, glaube ich, nicht. Vielleicht später im Solo. Keine Ahnung. Griechische Vorsilbe Welt. Cosmo. Überlege noch. Geschmückt, dekoriert, ja. Es wäre ja wohl dann möglich. Jetzt ist die Frage mit K, ja. Ansonsten hätte ich es nochmal mit C geschrieben und dann hätte es auch funktioniert. So, Tier ist ein Lebewesen. Reiseweg ist die Route. 1, 2, 3. Oh, Routen darf ich mir morgen ganz, ganz viel merken, wenn ich Pokémon Smaragd spiele. Stromspeicher ist natürlich der Akku. Untergehen ist sinken. Römisch 900. Nee, das war's nicht. Könnte auch für Zentimeter stehen. Ich finde das richtig cool. Ich habe mich gerade, wahrscheinlich habe ich mich mit dem L gerade voll in die Nesseln gesetzt. Das war bestimmt dann eine andere Zahl, natürlich. Also C steht dann wohl für 100. Natürlich, Century ist das Jahrhundert. Also man hätte sich das C vielleicht sogar, also könnte man sich das wirklich vielleicht mal merken. M steht für Mil, also 1000. Ja, ich weiß, bei uns ist die Million nicht 1000. Da sind es 1000 mal 1000, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, Mil, also dieser Wortstamm wird in einigen lateinisch geprägten Sprachen gerne mal als Wort für 1000 oder in irgendeiner Form als Wort für 1000 benutzt. So. Acetone. Ah.
Halbton über E ist natürlich S. Waffelähnliches Gebäck. Oblate? Ja, das ist es. Außerirdisches Fantasiewesen. Alf natürlich. Ausruf. Aha! Mit ganz vielen A. Nee, auf jeden Fall. Also ja, also C kann man sich mit als römisch für 100 und M kann man sich als römisch für 1000 wahrscheinlich jedenfalls denken. Und das Lustige an dem Römischen ist ja, wenn man, ja sag ich mal, zum Beispiel hier einmal 100 vor der 1000 ist, dann schreibt man hier auch einmal die 100 vor die 1000. Wenn man jetzt aber 1100 sagen würde, dann schreibt man das C dahinter. Genauso ist es ja mit der 4, der 5 und der 6. Da haben wir erst das I, dann das V für die 4. Und dann haben wir aber V für die 5. Dann haben wir V und dann das I für 6. Genau, oder römisch. 1 vor dem römisch 5 steht für 4. Und so ist es auch dann mit römisch 100 vor römisch 1000 steht für 900. Nur für den Fall, dass das zufällig irgendjemandem noch nicht klar war. Ich gehe mal davon aus, römische Zahlen sollten den meisten ja, doch recht geläufig mittlerweile sein. So, tada! Und die Ader ist das Gefäß. Okay, Kreta haben wir. Und wir sind durch. Wir haben es mal wieder geschafft. Ich kann ins Bett gehen. Ja, ich habe soweit erklärt Sachen, die mir wichtig waren. Also wirklich bebend ist einfach nur, wenn du sowas spielst. So ungefähr. So dem Ganzen eine Schwingung mit hingibst. Kann man zum Beispiel bei einer Gitarre mit dem sogenannten Tremolo machen. Das ist auch sowas, da wackelt man dran rum, dann werden die Saiten gestrafft. Möchte ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, denn hier geht es ja eigentlich nur um Kreuzworträtsel und nicht etwa um sowas wie richtiges Expertenwissen, wenn das überhaupt welches ist. Also, jedenfalls, wir sehen uns vielleicht dann wieder das nächste Mal. Ich hoffe, dass ich vielleicht einige von euch auch bei den Pokémon Smaragd Runden mit den zufälligen Ladezonen begrüßen konnte oder in Zukunft begrüßen kann. Ist auf jeden Fall ein Spaß, sich das anzuschauen, weil man sehr viele Überraschungen dort erlebt. Weil man echt nicht weiß, was hinter welcher Tür steckt. Wie dem auch sei, bye bye, bis zum nächsten Mal.